Mit der Nummer 18, das ist Ivan Perisic, der 22 Jahre alte kroatische Mittelfeldspieler, ab der kommenden Saison beim deutschen Meister Borussia Dortmund unter Vertrag. Die Erwartungshaltung der Fans in Split sehr hoch vor dieser Partie, aber nach einer müden ersten Viertelstunde, die ganz in Weiß spielenden Georgier mit dem ersten Angriff. Siradze und Kankava, 0-1, die Gäste in Führung. Und da sah die Hintermannschaft der Kroaten alles andere als souverän aus. Kapitän Zrna mit schlechtem Stellungsspiel, genauso wie der mit zurückgeeilte Wolfsburger Mandzukic, ausgenutzt von Jaba Kankava. Bei den Kroaten neben Mandzukic mit Josip Simunic aus Hoffenheim und Daniel Pranjic von den Bayern insgesamt drei aktuelle Bundesliga-Profis in der Startelf. Und sie drängten sofort mit aller Macht auf den Ausgleich. Modric war das, aber Loria im georgischen Tor und der Pfosten verhindern da das mögliche 1:1. Slaven Bilic, seit 5 Jahren kroatischer Nationalcoach, ehemaliger Bundesligaspieler vom Karlsruher SC. Die Gastgeber spielerisch klar überlegen, deutlich mehr Ballbesitz, nur so richtig zwingende Möglichkeiten kamen dabei zu selten heraus. Mario Mandzukic war das, sein 13. Länderspiel für ihn heute. Kurz vor der Pause nochmal Ivan Perisic, insgesamt zwar mit vielen Ballkontakten, schneller Mann, technisch stark, aber auch er konnte am Pausenrückstand der Kroaten nichts ändern. 0:1 der Halbzeitstand. Nach dem Wechsel Kroatien bemüht, die Partie weiter zu bestimmen, was gegen die jetzt tief und gut gestaffelt stehenden Georgier nicht allzu leicht war. Eduardo, erste gute Szene für den Stürmer. Ein gebürtiger Brasilianer, seit über 5 Jahren aber eingebürgerter Kroate. Georgien ohne eigene Ambition, hier nochmal offensiv in Erscheinung zu treten, machten weiter hinten dicht. Perisic, erste torgefährliche Aktion. Der Spieler des Jahres in Belgien, 5,5 Millionen Euro Ablöse haben die Dortmunder für ihn an den FC Brügge überwiesen. Georgien mit 11 Mann in und um den eigenen Strafraum versammelt. Kalinic, da war sie mal die Lücke, aber Nikola Kalinic zur zweiten Hälfte neu ins Spiel gekommen, scheitert da gleich zweimal gegen Loria. 20 Minuten noch zu spielen. Freistoß Kroatien, das ist Sache von Kapitän Dario Srna. Klasse Schuss, ein wenig zu genau gezirkelt, weiter 0:1. Die kroatischen Fans langsam aber sicher, immer unruhiger. Wechsel dann bei den Gastgebern. Perisic ging, es kam mit der Nummer 7 Ivan Klasnic, der Ex-Bremer, der nach seiner Nierentransplantation 2007 ja schon bei der letzten Euro wieder für Kroatien zum Einsatz kam. Knappe Viertelstunde noch zu spielen, da ist Klasnic. Doppelpass mit Dujomovic. Und dann steht Mandzukic richtig, der Ausgleich. Und der war natürlich mehr als verdient, das 1:1 durch den Wolfsburger Mario Mandzukic. Sein erstes Tor in dieser EM-Qualifikation. Und jetzt wollten sie noch mehr, die Kroaten wollten den Sieg, die so wichtigen 3 Heimpunkte. Eduardo und Kalinic, 2:1. Riesenjubel bei den Kroaten, doch noch den Sieg perfekt gemacht. Das 2:1, dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Was für eine Erleichterung bei Slaven Bilic. Ein am Ende ganz, ganz hart erkämpfter 2:1 Erfolg über Georgien.